Die Liebe ist wie das Leben selbst. Kein bequemer und ruhiger Zustand, sondern ein großes, wundervolles Abenteuer. Es ist wie eine Reise in ein unbekanntes Land. Man muss nur den Mut haben, sich darauf einzulassen, ohne zu wissen, was vor einem liegt. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass ihr das so toll mit uns gemeistert habt und so uns bei den Vorbereitungen geholfen habt und die Junggesellenabschiede organisiert habt und dass ihr auch ein Andenken habt. Eure Reise begann vor etlichen Jahren, um genau zu sein, vor circa 15 Jahren. Als ihr mir von eurem Kennenlernen erzählt habt, kam es mir so vor, als hättet ihr von gestern erzählt. Obwohl circa 15 Jahre eine erstaunlich lange Zeit sind, habt ihr in Erinnerungen und Erlebnissen miteinander nur so dahingeschwelgt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Liebe kein Zufall ist, sondern Schicksal. Denn das Schicksal lässt Wege von zwei Menschen, die zusammenhören, so oft kreuzen, bis beide erkennen, dass sie füreinander bestimmt sind. Euer passendes Gegenstück gefunden. Ein Menschen, mit dem man lachen, das Leben feiern, rumalbern und hin und wieder auch mal weinen kann. Ein Menschen, den ihr als euren Seelenverwandten bezeichnet. Deswegen sind wir alle heute hier, um euch zu feiern. Mein liebster Schatz, vor 15 Jahren haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Schon damals habe ich ein Auge auf dich geworfen. Da war ich jedoch ein schüchternes, kleines Mäuschen und froh, dass du überhaupt mit mir sprichst. Wir haben uns über die Jahre gut verstanden und irgendwann aus den Augen verloren. Und das war das Beste, was uns passieren konnte. 12 Jahre später war der richtige Zeitpunkt, um uns nochmal von Neuem kennenzulernen. Von ersten Moment an war das Verknalltsein wieder da. Das lange Warten hat sich gelohnt, denn ich habe nicht nur einen Partner fürs Leben gefunden, sondern einen besten Freund, einen Seelenverwandten und ein Zuhause. Und heute stehe ich hier als glücklichste Frau der Welt und sage Ja zu dir. Ja zu deiner Familie und Ja zu unserem gemeinsamen Weg. Worte können nicht ansatzweise erklären, wie sehr ich dich liebe. Und auch wenn das verträumte Mädchen in mir sich eine Märchenehe wünscht, weiß ich, dass nicht immer alles in rosa Watte verpackt sein wird. Jedoch verspreche ich dir, bis zum Schluss für uns zu kämpfen und für dich da zu sein, dich zu respektieren und zu unterstützen. Dich aufzufangen, wenn es dir schlecht geht, und bedingungslos zu lieben. Ich freue mich auf unser gemeinsames Zuhause, unsere zukünftigen Kinder und natürlich den Hund, sowie die vielen Freuden und auch mal Trauertränen, auf die vielen Erlebnisse und Reisen mit dir. Aber ganz wichtig, ich freue mich auf eine gemeinsame Zukunft mit dir. Ich liebe dich. Mein Schatz, unsere Wege mussten sich scheinbar nochmal treffen, damit ich bemerke, dass du mein Partner fürs Leben bist. Wir haben gemeinsam schon viele schöne Erinnerungen sammeln können. Zu zweit mit unseren Familien oder unseren Freunden. Einer der schönsten Momente für mich war der Antrag, wo du endlich Ja gesagt hast. Auch wenn du den Antrag fast kaputt gemacht hast.
habe ich mich da schon auf den heutigen Tag gefreut. Und auch wenn die letzten Wochen sehr anstrengend waren, freue ich mich, heute mit dir unsere nächste Reise anzutreten. Auch wenn wir auf dieser Reise ab und zu stolpern oder uns Hindernisse in den Weg gelegt werden, dann werden wir uns gegenseitig aufhelfen und zusammen alles schaffen. Ich bin sehr froh darüber, mit dir immer in die gleiche Richtung zu gehen. Und selbst wenn du oder ich mal stur sein sollten, dann bringen wir uns gegenseitig auf den richtigen Weg. Du warst und bist von Anfang an mein Rückenhalt. Auch wenn es Situationen gab, wo ich dich nur aufgeregt habe. Du bist immer für mich da und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich verspreche dir, dass ich versuchen werde, so viel Geduld mit dir zu haben, wie du mit mir. An diesem wunderschönen Tag gebe ich dir vor allen, die heute mit uns sind, mein Versprechen, immer an deiner Seite zu sein und mit dir zusammen in unsere gemeinsame Zukunft zu gehen. Ich liebe dich. Liebe Anastasia, lieber Patrick, nun ist der Moment gekommen, in dem ihr bewusst und aus tiefstem Herzen Ja zueinander sagen werdet. In Anwesenheit eurer liebsten Menschen, euren Familien und Freunden, frage ich dich, Patrick, bist du bereit, Ja zu sagen? Zu euch, so wie ihr heute seid und wie ihr in Zukunft werden könnt. Willst du dein Leben mit Anastasia teilen, aufrichtig und ehrlich mit ihr sein, ihr immer offen begegnen, gut auf sie und eure Ehe aufpassen? Willst du sie lieben und ihr treu sein, von heute bis zum letzten Tag deines Lebens? Dann antworte bitte mit Ja von ganzem Herzen. Ja, von ganzem Herzen. Und ich frage auch dich, liebe Anastasia, bist du bereit, Ja zu sagen? Willst du ihn lieben und ihm treu sein, von heute bis zum letzten Tag deines Lebens? Dann antworte bitte mit Ja von ganzem Herzen. Ja von ganzem Herzen. Da ihr beide bereit seid für die größte und schönste Reise eures Lebens, darf ich euch hiermit rechtskräftig zu Mann und Frau erklären. Patrick, du darfst deine Braut jetzt küssen. Danke sagen, dass ihr alle gekommen seid. Ja, ein großes Dankeschön natürlich an unsere Trauzeugen auch nochmal, dass ihr überhaupt den Abend auch ermöglicht habt. Ohne euch wäre das hier einfach nicht zustande gekommen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit allen! Wir feiern heute einen großen Schritt auf dem Lebensweg von Patrick und Anastasia. Euer Leben wird ab morgen nicht viel anderes laufen, als es gestern war. Dennoch wird eure Beziehung beständiger, auch wenn ihr das nicht sofort bemerkt. Ich wünsche euch, dass eure Beziehung euch die Kraft gibt, auch die schwierigen Situationen zu meistern. Wir lieben euch. Danke.
Ihr könnt euch bei den Verantwortlichen bedanken, dass uns mir nur 30 Minuten zugestanden wurden. Da diese Zeit niemals ausreichen würde, sparen wir uns die Einzelheiten. Eine Ehe ist eine Mischung von Schatten und Licht. Beides wird euch begegnen. Aber wenn ihr fest zusammenhaltet an diesem Tag und euer Versprechen, euch zu lieben, zurückdenkt, dann werdet ihr auch schwierigen Zeiten meistern und gestärkt daraus hervorgehen. Und denkt immer daran, Liebe und Verständnis füreinander sind nicht selbstverständlich. Betrachtet dieses als Geschenk. Sind wir nicht alle auf der Suche nach dem passenden Partner? Nach einem Partner, der einen als ganze Persönlichkeit annimmt. Der viele verschiedene Bilder von einem sieht. Und zwar nicht nur die äußerlichen Bilder. Einer, der auch nach innen schaut, hinter die Fassade und erkennt, wie es in diesem geliebten Menschen aussieht, wie dieser Mensch fühlt, der diesem Menschen nahe ist, der die Entwicklung des Partners nachvollzieht, unterstützt und greifen lässt. Und vor allem, der ihm Zuneigung und Achtung entgegenbringt. All das habt ihr in dem jeweils anderen gefunden und lieben gelernt. Ich wünsche euch beiden, dass das gegenseitige Verständnis, den Mut über alles zu sprechen und die Fürsorge füreinander erhalten bleibt. Ich wünsche euch, dass die starke Liebe des heutigen Tages euer ständiger Begleiter sein wird. Und ihr weiterhin jede Hürde gemeinsam meistern.